Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Das Verbot des Spionierens und des Abhörens Leute, die das nicht wünschen. Das heißt, die Leute wünschen nicht, dass du etwas hörst, was sie sagen, oder dass du etwas siehst, was sie machen. Und aber eine Person versucht, das zu machen. Deshalb sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und spioniert einander nicht nach. Und Barakallahu fikum, Abu Huraira hat erzählt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, hütet euch vor Mutmaßungen, denn diese sind wahrlich die verlogensten aller Reden. Sucht nicht gegenseitig nach euren Fehlern und spioniert einander nicht. Deshalb Barakallahu fikum, man sollte kein Neid haben, man sollte die Muslimin nicht spionieren und man sollte nicht zuhören, was sie nicht, sage ich jetzt, erzählen wollen. Das heißt, zwei Leute, die reden miteinander und du willst unbedingt hören, was sie sagen. Deshalb kommst du und du machst und so weiter. Oder du siehst zwei Leute, dann suchst du, ja, wohin gehen sie, was wollen sie machen? Das sollte man nicht tun als Muslim. Lass mal die anderen. Außer natürlich, außer Barakallahu fikum, in spezifischen Fällen. Zum Beispiel im Fall des Krieges. Zum Beispiel die Soldaten haben Spione, damit sie sehen, wo die anderen sind und was die andere Armee macht. Oder zum Beispiel im Falle der Kontrolle. Kontrolle zum Beispiel für die Kinder. Da soll man wissen, mit wem sie reden, was sie schreiben, was sie tun. Oder im Falle auch, Barakallahu fikum, des Kontrollierens in anderen Themen. Oder zum Beispiel, wenn man Polizei hat und die wollen nach Kriminellen suchen. Und deshalb gibt es Leute, die gucken, was die Leute machen, was sie tun. Da sind Barakallahu fikum Ausnahme. Aber so soll man die Sache nicht so verbreiten. Muawiyah sagte, dass er vom Propheten sallallahu alaihi wasallam hörte, wenn du nur die Schwächen der Muslime zu erforschen pflegst, treibst du sie dadurch, oder er habe gesagt, beinahe in die Verdorbenheit. Das wird, dass jeder den anderen nicht mehr vertraut und jeder spioniert den anderen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala. Das passiert meistens zwischen Nachbarn. Der spioniert, was die anderen machen in ihrem Garten, was sie sagen, was sie tun. Und das ist alles falsch. Sollte man für sich selber sein. Und Barakallahu fikum und Mas'ud, man hat ihm eine Person gebracht. Diese Person tropft von seinem Mund und von seinem Bart tropft Alkohol. Dann haben sie gesagt, schau mal, der hat gesagt, wir wurden verboten, dass wir spionieren oder nachspionieren. Wenn wir etwas sehen, dann sagen wir danach, aber wir spionieren nicht die Leute. Das wird was, wo, was tut er und sowas, machen wir nicht. Wallahu ta'ala ala wa alam. Deshalb Spionage oder Spionieren nach unserer Religion ist verboten. Und außer in Notfällen, und das habe ich einige davon erzählt, Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.